Ja, servus aus der Mobilitätsberatung. Ich bin Petra Laudemann und Mobilitätsberaterin bei der Handwerkskammer in Koblenz. Wir entsenden Azubis und junge Handwerker ins Ausland und haben heute Karina und Justin zu Gast, die ein Auslandspraktikum in Wien gemacht haben und ja, uns heute zur Verfügung stehen, um einfach zu fragen, wie es war. Ich bin die Karina, bin 21 Jahre alt und komme aus Koblenz und mache quasi eine Ausbildung als Fotografin. Und bist du im vierten Lehrjahr? Im dritten Lehrjahr, also im letzten. Also fast fertig. Ja, danke. Ja, ich bin der Justin Stangenberg, bin 18 Jahre alt, mache eine Ausbildung als Konditor und bin auch im dritten Lehrjahr und komme aus Polsch. Sehr schön, da haben wir schon mal zwei verschiedene Berufe und beide wart ihr in Wien im Praktikum gewesen. Wie habt ihr denn davon erfahren und wie viel Überwindung hat es euch gekostet, euch fürs Praktikum anzumelden? Justin vielleicht dieses Mal als Erster? Ja. Ich kam durch meinen Ausbilder darauf. Der hat mich einfach angesprochen und dann habe ich einfach gesagt, ich möchte das machen. Und dann hatte ich erst ein bisschen Schiss gehabt, muss ich ehrlich zugeben, weil das ist nochmal was ganz Neues im anderen Land. Ja, so kam ich dann halt drauf. Okay, aber immerhin, der Ausbilder hat es dir gesagt. Das finde ich immer schon toll, denn ist für einen Azubi einfach ein schönes Gefühl, wenn man den Eindruck hat, der Ausbilder fördert einen und will einem einfach auch mal andere Perspektiven ermöglichen. Ja. Karina, wie war es bei dir? Bei mir war es ein bisschen anders. Und zwar ist quasi jemand von der Handwerkskammer in die Schule gekommen, also in die Berufsschule, und hat das quasi vorgestellt. Ich glaube, das war sogar im ersten Lehrjahr. Und darauf bin ich dann sozusagen gekommen und habe dann auch direkt meiner Chefin Bescheid gesagt und nachgefragt. Und ja, also ich habe mich quasi direkt dafür entschieden. Ja. Ohne großartig zu überlegen. Genau. Sehr gut. Aber kriege ich schon mit, dass da erstmal immer die Begeisterung groß ist, aber wenn es dann so ein bisschen ernster wird, dann kriegt man doch noch mal so ein bisschen seine Bedenken und macht sich doch so ein bisschen Gedanken, ob man da jetzt nicht zu spontan Ja gesagt hat. Justin, was waren denn so deine Bedenken, die du hattest? Halt, man hört, man denkt halt, die haben einen anderen Akzent, man versteht die gar nicht, was die von einem wollen. Man verfährt sich irgendwie, weil es halt eine Großstadt und ich komme halt aus dem Dorf und das ist halt nochmal komplett anders. Ja. Das waren so die Bedenken. Und halt ein bisschen Angst, wo ich hinkomme, ob die nett zu mir sind oder nicht im Betrieb. Ja, aber das ist alles absolut nachvollziehbar. Und ich kenne fast keinen Azubi, der mit wehenden Fahnen und ohne irgendwie mal ins Grübeln zu kommen, sowas macht. Und insofern, ja, absolut normal, würde ich mal sagen. Karina, hast du auch solche Gedanken gehabt, bevor es losging? Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also ich habe auch Gedanken gemacht, ja, wie ist der Betrieb und sind die Leute auch nett? Und also da habe ich mir eigentlich genauso Gedanken gemacht. Ja. Aber die wurden mir auch direkt genommen. Also ich war am ersten Tag schon richtig happy. Super. Ja, wir können euch vorher immer schön erzählen, dass alles ganz toll wird. Aber die Erfahrung muss man eben tatsächlich machen. Ja, ja und vor Ort, wie habt ihr das Arbeiten wahrgenommen? Wie habt ihr großartige Unterschiede erlebt in eurer Arbeit, dass jetzt irgendwie Fertigkeiten, die Praxis, dass es so ganz anders ist oder war es ähnlich? Wie habt ihr das erlebt, Karina? Bei mir war es tatsächlich komplett anders. Also wir machen ja hauptsächlich Hochzeiten und ich war quasi im Fotolabor. Also da wurde alles wie früher entwickelt, also analog gemacht, digitalisiert.
Und deswegen, so viel wurde gar nicht fotografiert, aber es wurden viele Bilder entwickelt. Und das war halt echt mega interessant, mal zu sehen, was komplett anderes. Ja. Ja, das glaube ich, einfach nochmal den eigenen Ausbildungsberuf so ein bisschen nochmal auch anders kennenzulernen. Ja. Ja. Toll. Und bei dir, Justin? Ich komme ja selber aus einem Großbetrieb und ich bin halt auch in die Patisserie gekommen, das auch ein recht Großbetrieb war mit 60 Leuten. Und bei mir werden halt keine Torten mehr gemacht und da durfte ich halt viel mit Torten mal machen. Das war auch mal sehr schön. Wurde sehr herzlich willkommen dort. Das war auch ein bisschen anders dort. Halt der Umgang miteinander ist halt nochmal stärker, wenn da weniger Leute sind als bei mir im Betrieb. Ja, okay. Also ich habe von einer anderen Azubine, die mit euch in Wien gewesen ist, auch gehört, dass einfach der Arbeitsalltag entspannter ist, dass das Tempo ein bisschen gemütlicher ist. Habt ihr das auch so erlebt? Ja. Ja, also da kann man schon den Eindruck gewinnen, dass wir in Deutschland hier ganz schön am Rudern sind von morgens bis abends. Und ja, das finde ich ist auch ganz wichtig, mal so eine Einschätzung zu kriegen, wo man eigentlich so mit seiner Arbeitsleistung auch steht. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja, und was... Ja, was habt ihr sonst so gemacht in eurer Freizeit? Was habt ihr euch angeguckt? Wie war es mit den anderen? Wie war es mit den Kollegen? Habt ihr da irgendwie auch mal so ein bisschen jenseits von der Arbeit mit jemandem euch ein bisschen austauschen können? Carina, vielleicht fängst du wieder an. Okay. Genau, also bei uns war das ja so, wir hatten alle unterschiedliche Arbeitszeiten, also mussten wir spontan gucken, was wir machen. Genau, wir haben uns hauptsächlich, glaube ich, am Wochenende die Stadt angeguckt, weil wir da am meisten Zeit hatten. Ich hatte ja noch ein paar Shootings geplant gehabt an dem Wochenende, ein Paar-Shooting und quasi mit einem Model noch ein Shooting. Genau, das hatte ich dann Samstag und Sonntag nachgemacht. Ja, und dann hat man halt so noch die Stadt angeguckt. Genau. Also das fand ich auch super toll, dass du da nochmal ganz nebenbei nochmal zusätzlich diese Termine ausgemacht hast. Und ich darf hier verraten, ich habe die Fotos gesehen und die sind auch wirklich ganz großartig gewesen. Also super schön. Und ja, das finde ich eben auch toll, die Initiative einfach zu zeigen und ja, wirklich möglichst auch was rauszuholen, wenn man mal woanders ist, ja. Dankeschön. Doch, wirklich. Sehr, sehr toll. Justin, wie war die Freizeit in Wien? Wie ist die Stadt? Wie sind die Menschen? Die sind alle sehr lieb. Also wir wollten einmal ins Aquazoo und da wussten wir halt nicht ganz genau, wie wir da hinkamen. Und dann saß eine liebe Frau neben uns, die dann gesagt hat, ich muss da hin. Ich zeige euch, wo ihr hin müsst. Und dann hat die uns einfach an die Hand genommen und dann sind wir mit der da los hingefahren. Mit der U-Bahn. Das war schon echt cool. Ja, super. Also ich denke, das ist auch so eine Erfahrung, die man so macht, die eigentlich egal, wo die Leute hingehen, ob die in Irland, in Frankreich oder in Finnland waren, dass einfach eine unglaubliche Hilfsbereitschaft einfach da ist. Und dass es immer wieder Menschen gibt, die einen ansprechen, ob sie helfen können und dass man eigentlich sich niemals so richtig verloren fühlt, weil seltsamerweise immer irgendwie jemand da ist, der hilft. Und ich finde, das ist eine der schönsten Erfahrungen, die man in so einem Praktikum auch machen kann, ja, dass man einfach auch im menschlichen Begegnung hat, die einem einfach Spaß machen. Also ich muss sagen, das war bei mir am ersten Tag so. Ich hatte nämlich kein Internet gehabt, weil das noch irgendwie umgestellt werden musste. Und dann wusste ich nicht, wo ich hin musste. Also mit der Bahn schon, aber dann quasi von da zu Fuß. Und dann habe ich auch jemanden gefragt, ja, können Sie vielleicht hier Google Maps mal schauen und so. Und dann hat sie gesagt, sie wohnt in der Nähe und dann ist sie einfach mit mir den Weg gegangen. Und das war auch super, super lieb. Ja. Ja, das sind eben so Kleinigkeiten, die es aber einfach auch nochmal so bereichern, finde ich. Ne? Ja.
Super. Ja, und so im Nachhinein, also Justin, bei dir weiß ich, du hast dann das Ganze auch so ein bisschen für den Betrieb aufbereitet. Ich hatte auch mal gefragt, wie ist das eigentlich? Hast du Rezepte mitgebracht? Hast du was ausprobiert? Wie ist das im Betrieb angenommen worden? Wollte man von dir wissen, was du denn jetzt erlebt hast in diesen 2 Wochen, ob du was Neues gelernt hast? Ja, also ich musste eine Präsentation ausarbeiten, also eine PowerPoint-Präsentation, und habe halt nochmal alles vorgestellt, was ich in Wien erlebt habe, wie die Hinreise und die Rückreise war und die Erfahrungen, die ich mitgenommen habe. Und ich habe natürlich auch 3 Rezepte mitgenommen. Halt die, in Wien ist halt so, dass sie viel mit Maroni haben, also Maronen, die typischen Kastanien. Und das habe ich dann auch bei mir in der Produktionsleitung mal vorgestellt. Und jetzt sind wir momentan dabei, das ein bisschen umzuändern. Das eventuell in dem Programm aufzunehmen. Ja, aber das finde ich super, wenn man auch im Betrieb quasi die Rückmeldung kriegt, hey, wir interessieren uns für das, was du da gemacht hast. Und Ja. es inspiriert auch, um einfach Produkte anders zu präsentieren oder auch neue Sachen einfach ins Programm mit aufzunehmen. Ja. Ja, das stimmt. Carina, wollte deine Chefin von dir auch hinterher wissen, wie es war? Ja, auf jeden Fall. Also sie hat sehr viel nachgefragt. In der Berufsschule wurde auch viel nachgefragt. Ja. Und weil da auch sehr viel analog fotografiert wurde, habe ich quasi auch in der Schule eine analoge Kamera ausgeliehen. Das heißt, dass ich da auch jetzt nochmal ein bisschen ausprobiere und genau, ja. Super. Die Befürchtungen, die ihr vorher so hattet, wie würdet ihr die im Nachhinein bewerten? Also, dass ihr Angst hattet, ihr könnt euch nicht wirklich verständigen oder die Leute sind nicht nett oder ihr kommt nicht klar, verlauft euch, verfahrt euch, die Stadt ist zu groß. Justin. Also wir haben uns relativ schnell zurechtgefunden, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also die Angst, die ging relativ schnell vorbei. Also man war am ersten Tag da, war noch ein bisschen ängstlich, aber dann nach dem zweiten, dritten Tag ist das alles verloren gegangen. Dann hat das, ab dann hat es Spaß gemacht. Super. Und würdet ihr das nochmal machen wollen oder vielleicht auch nach der Gesellenprüfung nochmal weggehen in ein anderes Land? Habt ihr da irgendwie Ideen, was euch reizt? Carina? Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, zu 100%. Welches Land wüsste ich jetzt nicht, was ich da nehmen würde, aber von der Möglichkeit würde ich das auf jeden Fall nochmal machen, ja. Okay. Justin? Ich sehe es genauso, ich würde es auch auf jeden Fall wieder machen und vielleicht dann ein bisschen länger als 2 Wochen. Ja. Ja, das Land weiß ich halt auch noch nicht. Ja, 2 Wochen sind eine relativ kurze Zeit, Ja. aber ist eben einfach auch eine gute Möglichkeit, wenn man es mal ausprobieren will. Weiß man, naja, das ist ein überschaubarer Zeitraum, der einen jetzt nicht allzu sehr stresst. Aber ja, also das ist auch tatsächlich so, dass ja viele nach der Gesellenprüfung dann nochmal weggehen und dann auch für einen längeren Zeitraum weggehen. Und dann ist, glaube ich, so ein 2-3-wöchiges Praktikum während der Ausbildung einfach ein guter Test, ja. Und also gerade die Konditoren, die sind irgendwie unwahrscheinlich reiselustig. Wir haben Ja. eine Konditorin, ich glaube, die ist gerade in Vorbereitung von Praktikum Nummer 7. Also das ist echt. Boah, krass, ja. Boah. Hat inzwischen halb Europa gesehen und das ist natürlich super. Cool. Ja. Wahnsinn. Habt ihr denn den Eindruck, dass es euch auch jetzt nochmal, wenn ihr euch so euren beruflichen Werdegang anguckt, dass euch das irgendwie auch nochmal Ideen gegeben hat, wie ihr euch beruflich jetzt auch nach der Gesellenprüfung orientieren wollt? Justin? Ich würde schon sagen, ja. Mhm. Das hat echt sehr geholfen, neue Erfahrungen und Eindrücke. Und ich habe halt
jetzt in meiner Prüfung halt kriege ich ein Thema vorgegeben, das ist Retro-Perspektive. Und da passt halt Wien als Thema auch sehr gut. Und dann habe ich auch natürlich in meiner Prüfung das Thema Wien geholt mit dem Riesenrad und alles. Ja, schon echt schön. Ja, toll. Ist natürlich auch wirklich noch mal was Besonderes, wenn man dann auch aus eigenen Erfahrungen die Prüfung vorbereiten kann, ja, und Ja. dieses Riesenrad auch wirklich kennt und nicht da im Internet irgendwelche Fotos zusammensuchen muss. Ja, Ja, das stimmt. das freut mich, das ist toll. Und ja, Karina, bei dir gab es da irgendwie noch mal so ein ja, so ein Anstoß oder irgendwie so eine Orientierung, wie es für dich nach der Prüfung dann weitergeht. Genau, also das mit der analogen Fotografie wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mit der Richtung, also in welche Richtung ich gehen möchte, bin ich mir tatsächlich immer noch nicht so ganz sicher. Aber ich weiß einfach zu 100%, dass es mein Beruf ist und das ist mir das Wichtigste und deswegen bin ich Ja. happy. Also ich muss auch sagen, es ist ja nicht nur berufliche Erfahrung, sondern auch persönliche. Also durch das Reisen und so entwickelt man sich auch persönlich weiter und das finde ich auch ganz wichtig. Ja, super. Also ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Und von daher, ja, würde ich einfach jetzt zum Ende kommen, mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken. Erstmal für euren Mut, dann bei den Bedenken, die man so hat, dann trotzdem loszugehen. Und ja, freue mich natürlich, dass ihr auch persönlich profitiert habt und euch die Zeit genommen habt, hier uns ein bisschen zu erzählen, wie es euch ergangen ist. Vielen herzlichen Dank und ja, hoffentlich bis zum nächsten Praktikum. Ja. Okay, tschüss. Ciao.